So, guten Morgen. Wir kommen jetzt zum vorletzten Thema, zum vorletzten Themenkomplex der AOD. Es ist kein einzelnes Thema. Das ist jetzt ein etwas längeres Thema, was uns mehrere Stunden beschäftigen wird. Wir haben bisher immer Problemstellungen betrachtet, algorithmische Problemstellungen, wie beispielsweise sortieren. Oder kürzeste Pfade oder jetzt zum Schluss minimal spannende Bäume, die sehr effizient lösbar sind, die fast linear lösbar sind, also das Beste, was man erreichen kann, mit einem Logarithmus noch obendrauf oder ähnliches. Nicht alle, also All Pair Shortest Path war dann etwas komplexer, da brauchten wir dann kubischen asymptotischen Aufwand. Wir kommen jetzt zunächst einmal in diesem Abschnitt, in diesem Themenkomplex auf Problemstellungen zu sprechen, die schwerer sind, die inhärent schwer sind, von denen man nachweisen kann, dass sie nicht so einfach zu lösen sind wie die Problemstellungen, die wir bisher betrachtet haben. Das Dumme an der Sache ist, dass diese Problemstellungen sehr häufig in Anwendungen auftreten. Natürlich die Problemstellungen, die wir bisher betrachtet haben, die grundlegenden Problemstellungen wie Sortieren oder kürzeste Pfade, die kommen natürlich auch häufig vor, aber leider auch diese Problemstellungen, von denen man zeigen kann, dass sie nicht so ohne weiteres lösbar sind, wie wir es bisher gewöhnt sind. Die kommen leider auch sehr häufig vor, sind leider auch sehr natürliche Grundprobleme, die in verschiedenen Variationen, in Anwendungen überall vorkommen. Es geht jetzt nicht mehr um die Komplexität, die asymptotische Komplexität von Algorithmen, sondern es geht um die asymptotische Komplexität von algorithmischen Problemen, von algorithmischen Problemstellungen. Das heißt, wie gut können Algorithmen überhaupt sein? Wenn Sie eine Problemstellung haben, was können Sie denn eigentlich erreichen? Wir werden zunächst einmal nochmal zum Sortierproblem zurückkehren und feststellen, das, was wir als Bestes bisher erreicht haben, nämlich n log n, ist auch das Beste, was man für das allgemeine Sortierproblem basierend auf paarweisen Vergleichen überhaupt erreichen kann. Es kann definitiv keinen besseren Algorithmus geben. Und dann werden wir zu den eben besagten schweren Problemstellungen kommen. Das Ganze wird ein bisschen kompliziert und knifflig zu verstehen sein. Ich bin nicht ganz glücklich darüber, dass diese Thematik im zweiten Fachsemester angesiedelt ist. Allerdings muss ich zugeben, ich bin auch nicht ganz unschuldig daran, dass es im zweiten Fachsemester angesiedelt ist. Ich habe mich bemüht, das Thema so aufzubereiten, dass es möglichst gut verständlich ist. Ich habe mir ein Lehrbuch hergenommen, wo das Ganze schon sehr, nach meinem Verständnis, sehr verständlich aufbereitet ist. Skrupellos die mathematische Präzision dabei weggelassen. Und ich war noch ein bisschen skrupelloser und lasse noch mehr an mathematischer Präzision weg in dem Lehrbuch und denke auch aus Erfahrung im letzten Jahr, wo das auch schon Thema war, dass das eigentlich eine sinnvolle Sache zum Verständnis ist. Also, fangen wir nochmal an. Asymptotische Komplexität. Wir haben bisher betrachtet asymptotische Komplexität einzelner Algorithmen, nicht? Zum Beispiel beim Sortieren. Merge Sort, Quick Sort, Bubble Sort, Selection Sort und so weiter. Was wir jetzt betrachten, ist die asymptotische Komplexität von den zugrunde liegenden Problemstellungen. Was ist die zugrunde liegende Problemstellung bei Merge Sort, Quick Sort und so weiter? Das ist das allgemeine Sortierproblem basierend auf paarweisen Vergleichen. Sie erinnern sich, wir haben zwei Sortierprobleme betrachtet. Einerseits dieses allgemeine, andererseits exemplarisch eine eingeschränkte Version, wo es darum ging, Strings lexikografisch zu sortieren, also ein Spezialfall des allgemeinen Falls, wo wir gesehen haben,
Wenn wir die algorithmische Problemstellung einschränken, wenn wir sagen, alles, was wir sortieren wollen, sind Strings in diesem Fallbeispiel und die Sortierreihenfolge soll lexikografisch sein, dann kann man bessere Algorithmen hinbekommen, schnellere Algorithmen hinbekommen als für den allgemeinen Fall. Also, die Frage ist, wie gut können wir für eine Problemstellung überhaupt sein? Und da werden wir das Sortierproblem erstmal als Beispiel hernehmen. Sortieren mit paarweisen Vergleichen, der allgemeine Fall. Was wir als Bestes gesehen haben, ist O von n log n. Das war bei Merge Sort der Fall. Und das ist auch tatsächlich das Beste, was man bisher in der Literatur gesehen hat. Was bisher entwickelt worden ist an Algorithmen, an asymptotischer Komplexität. Die Frage ist das, also prinzipiell denkbar wäre, dass ein Algorithmus fürs Sortieren linearen Aufwand hat. Besser geht es auf keinen Fall. Denn wenn wir eine Sequenz sortieren wollen, dann müssen wir uns jedes einzelne Element dieser Sequenz ja mal angeschaut haben. Das allein, das Anschauen jedes einzelnen Elements kostet linearen Aufwand. Das heißt, besser als linear geht auf keinen Fall. Unmöglich. Wir haben bis jetzt nichts Besseres gesehen als n log n. Und damit haben wir eine Lücke zwischen O von n, das Beste, was überhaupt denkbar wäre, und O von n log n, das, was wir bisher gesehen haben. Die Frage ist, sind die Leute, die sich mit sowas beschäftigt haben, sind sie bisher noch nicht auf die richtigen Algorithmen gestoßen, die Besseres als n log n liefern können? Oder gibt es nichts Besseres als n log n? Grundsätzlich nicht. Und die Aussage ist, die Erkenntnis ist, die auch schon etliche Jahrzehnte alt ist, dass wir im Worst Case, im schlechtesten anzunehmenden Fall, dass wir nichts Besseres als n log n hinbekommen. Dass es keinen Algorithmus in diesem Universum gibt, egal ob die Menschheit ihn gefunden hat oder nicht, der besser als n log n ist. Natürlich auf Basis unserer heutigen Rechnermodelle. Sie haben vielleicht davon gehört, vielleicht gibt es ja doch irgendwann mal einen Quantencomputer, der basiert auf ganz anderen physikalischen Prinzipien und dann sieht die Sache ganz anders aus. Aber die Rechnermodelle, wie wir sie heutzutage verwenden, basierend auf reiner digitaler Logik, da ist es völlig unmöglich, mit weniger als n log n Vergleichen eine Sequenz nur mit paarweisen Vergleichen zu sortieren. Wir werden sehen, wir brauchen mindestens n log n Vergleiche im schlimmsten Fall, um eine Sequenz zu sortieren, nur mit paarweisen Vergleichen. Und wenn die Anzahl der Vergleiche schon n log n ist, dann ist natürlich der ganze Algorithmus nicht besser als n log n. Ich habe gesagt, im Worst Case, wir werden uns nur den Worst Case ansehen. Es gibt auch eine entsprechende Erkenntnis für den Average Case, für den Durchschnittsfall. Wenn jede Eingabesequenz gleich wahrscheinlich ist, also wenn jede Reihenfolge der Elemente in der Eingabesequenz gleich wahrscheinlich ist, dann ist auch im Durchschnittsfall nichts Besseres als n log n möglich. Das gebe ich Ihnen hier so nur nachrichtlich weiter. Diese kleine Information ist natürlich auch nicht prüfungsrelevant. Der Beweis dafür ist dann ein bisschen ekliger. Das lassen wir hier aus. Wir gucken uns den relativ einfachen Beweis skizziert dann an für die Aussage, es gibt keinen Algorithmus in diesem Universum, basierend auf unseren digitalen Rechnertypen, wie wir sie bisher hatten, beziehungsweise wenn wir die Technologie so, wie sie jetzt ist, weiterentwickeln, wird es auch immer noch gelten. Es gibt keinen Algorithmus, der mit weniger als n log n Vergleichen
auskommt. Im schlechtesten Fall. So. Wenn wir zeigen wollen, dass die Gesamtkomplexität wir haben erstmal ein grundsätzliches Problem, nicht? Wir haben erstmal das grundsätzliche Problem, wir wollen eine Aussage treffen, jetzt nicht für einen speziellen Algorithmus, den wir in der Hand haben, wie wir das bisher gemacht haben, sondern wir wollen eine Aussage treffen über alle Algorithmen in der Welt, die dieses Problem lösen, egal ob die Menschheit diesen Algorithmus gefunden hat oder nicht. Ja, das ist eine Herausforderung von ganz anderer Qualität als bisher. Da reicht es nicht, Anzahl Iterationen von der Schleife zu zählen und solche Dinge alles, sondern da muss man ganz anders rangehen. Und da ist es wichtig, sich das Leben möglichst einfach zu machen, das Ganze übersichtlich zu halten. Und genau das machen wir auf dieser Folie. Zunächst einmal, wir schauen nach, ob wir schon für die Anzahl der Vergleiche beweisen können, dass die für jeden Algorithmus der Welt in n log n sein müssen, im schlimmsten Fall, im Worst Case. Damit sind wir dann schon mal alle möglichen anderen Sachen los. Wir brauchen uns keine Gedanken mehr darum zu machen, ob das jetzt ein iterativer oder ein rekursiver Algorithmus ist, ob das jetzt in der oder in der Programmiersprache ist, wie das funktioniert mit Zuweisungen und so weiter und so fort. Allein die Vergleiche zweier Elemente, um einzuordnen, ist der eine Element größer als das andere oder kleiner als das andere oder sind beide gleich. Sie erinnern sich, wir haben da immer mit Java Util Comparator herumhantiert. Genau, es geht in Java gesprochen genau um die Aufrufe von Methode Compare des verwendeten Comparators, um die Anzahl dieser Aufrufe, wenn man das auf Java niederbricht. Und die Art und Weise, wie wir Sortieralgorithmen implementiert haben, nämlich wo immer die Sortierlogik in einem Comparator repräsentiert war. So, wenn wir die Anzahl der paarweisen Vergleiche nach unten abschätzen können durch einen Ausdruck in n log n, der in der Größenordnung n log n wächst, dann haben wir natürlich die Komplexität der sämtlicher Algorithmen der Welt damit nach unten abgeschätzt. Wir können uns das Leben zum Glück noch einfacher machen, wir können uns die Situation noch ein bisschen übersichtlicher gestalten, indem wir uns klar machen, wenn wir für die Permutation von 1 bis n schon beweisen können, dass die Anzahl der Vergleiche, die im schlimmsten Fall notwendig sind, in n log n sind, dann reicht uns das ja auch schon. Ja, dann kann jeder Algorithmus, der das allgemeine Sortierproblem löst, sortiert auch Permutationen richtig. Und wenn er auf Permutationen von 1 bis n, n log n Schritte braucht, n log n Vergleiche mindestens braucht im schlimmsten Fall, dann kann der schlimmste Fall für die Gesamtheit aller möglichen Eingaben natürlich nicht besser sein. Durch diesen Schritt hier, der jetzt gelb unterlegt ist, naja, wie üblich auf dem Beamer ein schmutziges Grün, aber am Bildschirm ein Gelb. Mit diesem Vereinfachungsschritt, den wir jetzt hier machen, sind wir sämtliche Überlegungen zu Datentypen losgeworden. Ja, wir brauchen uns keine Gedanken mehr zu machen, wie ist die Situation bei Int, wie ist die Situation bei Double, wie ist die Situation bei Strings, wie ist die Situation in meinem Standardfall Studierendenstammdaten, die entweder nach Matrikelnummer oder nach Nachname, Vorname sortiert sein sollen und so weiter und so fort. Wir brauchen uns in unserem Beweis, um sowas alles keine Gedanken mehr zu machen. Wir betrachten eine schöne, übersichtliche Sache, nämlich die Permutation von 1 bis n. So, und wir können uns das noch einfacher machen, das Ganze, indem wir uns überlegen, wenn wir eine Sequenz sortieren mit paarweisen Vergleichen, ja, stellen sich ein Sortieralgorithmus vor, der Selection Sort, Bubble Sort, Merge Sort, Quick Sort, der immer zwei Elemente hernimmt und die miteinander vergleicht, dann kommt ja immer ein Ergebnis raus, nicht?
entweder so rum oder sie sind beide gleich. Und wenn wir diese Ergebnisse mitprotokollieren, das werden wir gleich nochmal sehen, ein bisschen illustriert sehen auf der nächsten Folie, wenn wir diese Ergebnisse mitprotokollieren von diesen ganzen Vergleichen, dann bekommen wir am Ende als Nebenprodukt automatisch mit heraus, dass die welche Permutation die Eingabe war. In welcher Reihenfolge die Elemente in der Eingabe vorher waren. Das heißt, anstelle dieses unübersichtlichen Sortierproblems, wo man doch mit Zuweisungen, mit Vertauschungen und so weiter arbeiten muss, können wir uns das einfache Problem ansehen. Wir wollen herausfinden, gegeben eine Eingabesequenz, die eine Permutation von 1 bis n ist, wir wollen herausfinden, welche Permutation das eigentlich ist. Bevor ich das versuche, weiter noch abstrakt zu erklären, versuche ich das an dem grundlegenden Konzept, auf dem der Verweis basiert, zu erläutern. Entscheidungsbaum. Was Sie hier sehen, ist der Anfang eines Entscheidungsbaums. Worum geht es dabei? Ich habe hier als Beispiel Merge Sort genommen. Ich hätte auch andere Algorithmen nehmen können für paarweisen Vergleich, also Selection Sort, Bubble Sort, Quick Sort, beziehungsweise einen anderen Algorithmus, den Sie nicht in der Vorlesung gesehen haben. Merge Sort. Bei Merge Sort bringt einen Entscheidungsbaum, an dem man viel mehr erkennen kann als bei den anderen. Deshalb habe ich Merge Sort gewählt. So, und für jede Zahl n, für jede Eingabelänge gibt es einen Entscheidungsbaum bei Merge Sort. Das ist ein abstraktes Konzept, ein Denkkonzept, das natürlich nicht implementiert wird, kann auch nicht implementiert werden, weil solche binären Bäume nun mal die Eigenschaft haben, dass sie exponentiell groß wachsen. Also kriegen wir gar nicht in den Speicherplatz rein für ordentlich großes n. Brauchen wir auch nicht. Es ist ein reines Denkkonzept, an dem wir uns die Dinge klar machen. Wir hatten sowas schon mal, erinnern sich bei Heaps. Da hatten wir auf der einen Seite Bäume, schöne binäre Bäume, auf der anderen Seite Arrays. Und die eigentliche Implementation ist in den Arrays und die Bäume waren nur das Denkkonzept, an dem wir uns klar gemacht haben, was in dieser Implementation mit Arrays eigentlich sein soll, was da vorgehen soll und wie das implementiert sein muss. Genauso hier, das ist einfach nur ein begleitendes Denkkonzept, an dem wir uns gewisse Dinge bezüglich Merge Sort oder anderer Algorithmen, Sortieralgorithmen mit paarweisen Vergleichen klar machen. So, für eine feste Größe n, Sie sehen schon jetzt vielleicht, wie ökonomisch, wie sinnvoll es ist, dass, was wir auf der Folie vorher gemacht haben, dass wir das Ganze hier so, das Problem hier runtergedampft haben, nur paarweise Vergleiche zu betrachten und nur die Permutation zu betrachten, sodass wir uns voll und ganz als Ergebnis auf diesen Entscheidungsbaum konzentrieren können und uns gar nichts anderes ansehen müssen. Keine Zuweisung, keine Austausche, kein Nix und auch keine anderen Eingaben als Permutationen. So, und wir brauchen uns eigentlich, um das Ganze gar keine Gedanken zu machen, wie Merge Sort eigentlich funktioniert. Was Sie eigentlich von Merge Sort wissen, wie das funktioniert, nicht? Zerlegen in zwei Teile. Eingabesequenz zerlegen in zwei Teile, die wieder jeweils in sich zerlegt in zwei Teile, die wieder in sich zerlegt in zwei Teile und so weiter und so fort. Und dann, wenn die Teillisten dann nur noch einelementig geworden sind, dann geht es wieder zurück mit Methode Merge, werden genau rückwärts so nach und nach die Teillisten, Teilsequenzen wieder zu immer größeren Teilsequenzen zusammengefügt und am Ende die Gesamtsequenz. Um das Ganze brauchen wir uns gar nicht zu kümmern, wenn wir uns überlegen, wie das mit den paarweisen Vergleichen ist. Das Erste, was, wenn Sie sich das überlegen, zerlegen, 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 dann sind A0 und A1
die ersten beiden Elemente, die miteinander verglichen werden, weil auf der Teilsequenz mit dem Element A0 und auf der Teilsequenz mit dem Element A1 zum ersten Mal der Algorithmus Merge aufgerufen wird. Das ist der allererste Aufruf von Merge im gesamten Ablauf von Merge Sort. Das heißt, die allererste Entscheidung ist, die allererste Abfrage ist, wie sich A0 und A1 zueinander verhalten. So, bei Permutationen brauchen wir uns nicht den Fall mit überlegen, ob da zwei Elemente gleich sind oder nicht. Bei Permutationen sind keine zwei Elemente gleich. Eine Permutation von 1 bis n enthält jede Zahl von 1 bis n in irgendeiner Reihenfolge jeweils genau einmal. Also haben wir hier einfach nur zwei Fälle. Entweder ist A, wir haben einen binären Baum, entweder ist A0 kleiner A1 oder A0 ist größer A1. Also hier ausgedrückt mit A0 kleiner A1 Fragezeichen, ja oder nein. So, wir protokollieren hier zum Spaß einfach mit, was wir alles wissen. Wenn die Abfrage A0 kleiner A1 zu ja geführt hat, dann wissen wir jetzt, A0 ist kleiner A1. Wenn sie diese Abfrage zu Nein geführt hat, dann wissen wir, A1 ist kleiner A0. So, das habe ich jetzt hier mit abgetragen. Der Algorithmus könnte, wenn er wollte, dieses Wissen mitsammeln. Ja, Sie könnten ein paar Zeilen in Ihren Merge-Sort-Algorithmus einfügen, der diese Informationen immer mitprotokolliert, aber Sie müssen natürlich nicht. So, und die nächste Abfrage ist, für n größer 4 habe ich extra gesagt. Die nächste Abfrage ist, denken Sie sich das nochmal, wie die Zerlegung ist. Große Sequenz, beliebig groß, ja. N größer 4 kann ja auch heißen eine Million oder eine Milliarde oder sonst was. Nachdem jetzt Merge auf den beiden einelementigen Teilsequenzen mit A0 und A1 aufgerufen wurde und die beiden eben in der richtigen Reihenfolge zu einer Sequenz der Länge 2 zusammengefügt worden sind. Das nächste, was dann passieren wird, ist der Aufruf auf auf den Sequenzen auf A2 und A3 auf der nächsten Sequenz. Ja, auch da gibt es hier wieder ein Ja oder ein Nein. Sie sehen, es ist jedes Mal dieselbe Abfrage, weil das Mergen der ersten beiden einelementigen Teilsequenzen keinen Einfluss darauf hat, was jetzt als nächstes passiert. Das ist in jedem der beiden Fälle, egal wie rum A0 und A1 jetzt zusammengefügt worden sind, dasselbe. Und da gibt es jetzt auch wieder ein Ja und ein Nein. Und Sie sehen, wir wissen jetzt mehr. In jedem dieser vier Fälle, die wir bis jetzt erreicht haben, wissen wir jetzt eine gewisse partielle Reihung der einzelnen Elemente. Wir wissen, wie A0, A1 und A3, A2 und so weiter gereiht sind. Wir wissen natürlich noch nicht, wie A0, A1 im Verhältnis zu A2, A3 stehen. Das wird irgendwann erst später passieren, wenn wir diese beiden Teilsequenzen, die Teilsequenz mit A0, A1 und die Teilsequenz mit A2, A3, jeweils in der richtigen Reihenfolge, wenn die beiden durch Merge zu einer Teilsequenz der Länge 4 zusammengefügt werden. Jetzt wissen wir das noch nicht. Und so weiter und so fort. Ich würde das ist natürlich jetzt unbefriedigend, hier diesen Entscheidungsbaum hier unten abschneiden zu müssen. Deshalb möchte ich das Ganze nochmal, nachdem Sie jetzt hoffentlich zumindest ein Anfangsverständnis von Entscheidungsbäumen gewonnen haben, das Ganze nochmal einen vollständigen Entscheidungsbaum Ihnen präsentieren. Da aus offensichtlichen Gründen muss ich mich natürlich auf einen kleinen Fall beschränken, auf den größten Fall, den man noch mit vernünftiger Schriftgröße hier darstellen kann. Aber immerhin ist dieser Fall groß genug, dass man, glaube ich, alles sinnvoller erkennen kann. Okay, ganz vollständig, wie Sie sehen, habe ich
kriege ich diesen Baum auch nicht rauf. Hier geht es überall noch weiter, das habe ich ausgelassen. Das kriege ich einfach nicht mit vernünftiger Schriftgröße in vernünftiger Formatierung auf die Folie drauf, klar. Aber ich denke, das sollte kein Problem sein fürs Verständnis. So, Merge mit n gleich 4. Da können wir nochmal ganz genau sagen, was der Merge-Sort-Algorithmus macht. Die Sequenz der Länge 4 wird in zwei Sequenzen der Länge 2 zerlegt. A0, A1 ist die eine Sequenz, A2, A3 ist die andere Sequenz. Ich hatte, als wir Merge-Sort behandelt haben, hatte ich gesagt, wie so eine Sequenz in zwei Teile zerlegt wird, gleicher Größe oder ungefähr gleicher Größe, das ist egal. Es könnte auch sein, dass die Ungeraden alle in die eine Sequenz kommen, die Geraden alle in die andere Sequenz. Ich nehme hier eine Implementation her, die wirklich die Sequenz in der Mitte zerlegt. A0, A1 wird die eine Teilsequenz, A2, A3 wird die andere Teilsequenz. So, nach der Das heißt also, es wird zerlegt alles in einelementige Teilsequenzen A0, A1, A2, A3. Jetzt wird Merge aufgerufen mit A0 und A1, mit diesen beiden Teilsequenzen, die diese beiden Elemente enthalten. Und daher kommt wieder, wie eben auf der letzten Folie, diese Abfrage. Und je nachdem, ob da Ja oder Nein herauskommt, macht Merge daraus die Sequenz A0, A1 oder Sequenz A1, A0. Und in jedem dieser beiden Fälle wissen wir jetzt etwas. Wir wissen in dem einen Fall A0, kleiner A1, im anderen Fall wüssten wir A1, kleiner A0. Und jetzt die nächste Frage ist, gilt nun A2 kleiner als 3? Da lasse ich den Fall aus, dass A2 kleiner A3 ist und betrachte nur den Fall, dass A2 größer A3 ist. Jetzt wissen wir in diesem Fall eben, dass A0 kleiner A1 und A2 kleiner A3 ist. Und die nächste Frage, die gestellt wird, jetzt wird es interessant. Das ist etwas, was ich eben auf der letzten Folie nicht darstellen konnte. Denn hier hängt es jetzt an dieser Stelle, die Abfrage, die jetzt hier gemacht wurde, gilt nun A0 gleich A3? Die hängt davon ab, was tatsächlich vorher passiert ist. Also versuchen wir das nochmal zu rekonstruieren. A0 ist kleiner A1, ja. A2 ist kleiner A3, nein. Das heißt, die beiden Teilsequenzen der Länge 2 sind einerseits A0 vor A1 und A3 vor A2. Das sind die beiden Teilsequenzen, auf denen jetzt als nächstes Merge angewandt wird. Das heißt, A0 und A3 sind die beiden ersten Elemente dieser Teilsequenzen. Und dementsprechend, wie der Algorithmus Merge nun mal funktioniert, werden die beiden ersten Elemente der beiden Teilsequenzen miteinander verglichen. A0 und A3 werden jetzt miteinander verglichen. Der Aufruf von Merge, wir sind hier im Aufruf von Merge, mit den beiden zweielementigen Teilsequenzen A0 A1 und A3 A2. In diesem Zweig hier hätten wir dann, hier in diesem Zweig hätten wir dann stattdessen A0 mit A2 verglichen. Weil ja hier A2 kleiner A3 wäre in diesem Zweig. So, jetzt wissen wir an dieser Stelle also dieses alles. Ich lasse wieder einen Zweig aus, nur den Zweig, nämlich dass A0 größer als A3 ist. Und hier sind wir wieder bei Merge. Das ist da drin, dass es von dem, wie die beiden Sequenzen aussehen, natürlich abhängt, was als nächstes passiert. Wenn jetzt A0 kleiner A3 ist, dann heißt das, A0 wird von dieser Teilsequenz in die größere Teilsequenz mit 4 Elementen an den Anfang geschrieben. Das heißt, der Index auf der ersten Teilsequenz geht 1 hoch von 0 auf 1 und A3, da bleibt der Index auf dem ersten Index, da bleibt der Index auf dem ersten Element. Sodass wir also jetzt das zweite, in diesem Fall hier, wo A0 kleiner A3 ist, also das zweite Element aus der ersten Teilsequenz,
vergleichen. Nee, Entschuldigung, das zweite, wir sind ja bei Nein. A3 ist kleiner als A0. Ich glaube, ich habe jetzt was Falsches gesagt, weil ich hier auf dem Bildschirm die Schrift nicht mehr lesen kann. Die ist zu klein. Hier in dem Nein-Fall ist A3 kleiner als A0. Das heißt, auf der zweiten Teilsequenz, auf der Teilsequenz A3, A2, geht der Index 1 weiter, von A3 auf A2 weiter vorwärts geschaltet. Und bei A0 bleibt er. A3 wird in die Ergebnissequenz von Merge geschrieben. Und deshalb fragen wir den Vergleich A0 mit A2. Hier A2 eins weiter vorgeschaltet auf der zweiten Teilsequenz, der Index bei A0 ist er geblieben an der Stelle und deshalb werden die miteinander verglichen. Jetzt zum Beispiel könnte ja rauskommen. Jetzt wissen wir eine ganze Menge mehr. Sie sehen, das Wissen, das wir haben, können wir jetzt schon langsam ein bisschen zusammenfassen. Wir haben mehr als nur beziehungsweise hier haben wir das schon. Wir haben mehr als nur einzelne Vergleiche, die wir wissen. Wir wissen hier schon, dass diese drei in der Reihenfolge sind und dass diese 1, 2, 2 in der Reihenfolge sind und diese 2 in dieser Reihenfolge sind. Und so wie Merge jetzt weitergeht, das will ich Ihnen gerne überlassen. Also zum Verständnis können Sie doch einfach mal nochmal zu Hause sich das auf dem Blatt Papier hernehmen und sich überlegen, diese Permutationen, die hier rauskommen, also A3, an Position 3 steht die 1, an Position 2, nee, an Position 0 steht die 2, an Position 1 steht die 3 und an Position 2 steht die 4. Das ist die Permutation. Und genauso gut diese Permutation, an Position 1 steht die 3, an Position 2 steht die 0. Achso, ich sollte mit den Positionen versuchen, konsistent zu sein. An Position 3 steht die 0. Steht doch die 1. Also Sie sehen, es ist immer ein Problem, mathematisch 1 bis n durchzunehmen und in Java 0 bis n minus 1. Man kommt immer mal wieder in Situationen, bei denen man das sorgfältig auseinanderhalten muss. Ich glaube, so wie ich es zuerst gesagt habe, ist es doch richtig. An Index 3 das Array steht die 1, an Index 2 das Array steht, ist das nicht 2? Ja, nee, an Index 0 des Arrays steht die 2 und so weiter. Also hier auf den Bildschirm zu schauen, das erinnert mich irgendwie an Sehtest beim Augenarzt. Aber deshalb muss ich mich hin und wieder mal hier zum Beamer hinwenden und gegebenenfalls das, was ich gesagt habe, was ich falsch gelesen habe, korrigieren. So, also Sie sehen, nicht ganz vollständig, aber immerhin konnte ich hier auf dieser Folie für n gleich 4 einen ganzen Pfad des Entscheidungsbaums runtergehen und habe mir dann die Freiheit genommen, dann noch hier zwei Blätter, also insgesamt zwei Pfade darzustellen, die sich nur in dem letzten Vergleich, im Ergebnis des letzten Vergleichs unterscheiden. Und Sie sehen, nach so und so viel Vergleichen, was ist das in diesem Fall? 1, 2, 3, 4, 5. Nach 5 Vergleichen wäre MergeSort bei dieser Eingabe oder bei dieser Eingabe fertig. Das muss nicht bei jeder Eingabe dieselbe Anzahl Vergleiche unbedingt sein, nach denen er fertig ist. Prinzipiell ist es durchaus, bei n gleich 4 ist es so, aber bei Zahlen, die nicht Zweierpotenzen sind, gibt es da durchaus Unterschiede, wie viele Vergleiche für die eine oder die andere Eingabesequenz gebraucht wird. Machen Sie sich das anhand einem Beispiel auch ruhig mal klar. Machen Sie sich nochmal das hier klar an diesen beiden Permutationen, wie dieser Weg hier geht, welche Vergleiche MergeSort tatsächlich für diese beiden Permutationen macht und was wir dann tatsächlich jeweils ganz konkret wissen.
Das ist, denke ich, fürs Verständnis in der Nachbereitung der Vorlesung sehr, sehr hilfreich. So, gehen wir nochmal zurück. Das war der Ausgangspunkt. Wir wollen für das allgemeine Sortierproblem beweisen, das allgemeine Sortierproblem, das auf n-log-n Vergleichen basiert, dafür wollen wir beweisen, dass dass kein Algorithmus der Welt besser als n-log-n im Worst Case sein kann. Wir haben gesagt, okay, wir wollen beweisen, dass die Anzahl der Vergleiche in keinem Algorithmus besser als n log n im Worst Case sein kann, und daraus ergibt sich dann das, was wir beweisen wollen, dass auch die gesamte asymptotische Komplexität nicht besser als n log n sein kann. Wir haben gesagt, wir betrachten nur eine eingeschränkte Menge von Eingaben. Wenn wir da schon beweisen können, dass kein Algorithmus der Welt weniger als n log n Vergleiche im Worst Case haben kann, dann haben wir das natürlich für jeden allgemeinen Sortieralgorithmus auch bewiesen. Und jetzt noch diese kleine Vereinfachung. Das Sortierproblem ist ein bisschen kompliziert. Wir ersetzen das durch ein einfaches Problem, das höchstens so schwer ist, nämlich die Input-Permutation zu analysieren. Jeden Algorithmus, den wir zum paarweisen Vergleichen verwenden können, können wir, wie dieses Beispiel anschaulich zeigen soll, auch dazu verwenden, herauszubekommen, in welcher Reihenfolge die einzelnen Elemente da drin sind. So. Sie sehen jetzt hier, überall mittendrin haben wir partielle Informationen über das Endergebnis, welche Permutation wir hier haben, in welcher Reihenfolge die Elemente in der Eingabesequenz drin sind. Wir haben am Anfang, bevor der Algorithmus startet, null Informationen. Bevor der allererste Vergleich gemacht worden ist, wissen wir nichts darüber, in welcher Reihenfolge die Elemente alle in der Eingabesequenz drin sind. Aber am Ende, deshalb habe ich hier zur Illustration zwei Permutationen, also zwei Endergebnisse am Ende hier aufgeführt. Am Ende des Durchlaufs ist sämtliche Information bekannt, wenn Sie sie mitprotokollieren, so wie hier auf dieser Folie, ist sämtliche Information bekannt darüber, in welcher Reihenfolge die Elemente in dieser Eingabesequenz drin waren. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass die Akustik sehr gut ist. Teilweise verstehe ich sogar, was da so geflüstert wird. Vielleicht sollte ich mal das Equipment so organisieren, dass alles, was ich hier unten mitbekomme als Ton, als Nebentöne, dann mit auf die Welt öffentlich auf YouTube auf die Aufnahme raufkommen. Werde ich sicherlich nicht machen, weil ich ja verantwortlich dann bin für das, was ich da veröffentliche. So. Aber am Ende, nachdem alle Vergleiche gemacht worden sind, gibt es keine Wahl mehr. Es ist eine Permutation und keine andere. Ja, machen Sie sich das klar, ein Algorithmus, der auf paarweisen Vergleichen läuft, der kann nicht aufhören, solange das Ergebnis noch nicht vollständig da ist. Der muss so lange weiter Vergleiche machen und dann dementsprechend Elemente austauschen oder Elemente zuweisen oder kopieren oder was auch immer,
bis alles erledigt ist, bis die Sortierung erledigt ist. Und wenn die Sortierung erledigt ist, dann ist vollständige Information da. Das heißt, vor dem ersten Vergleich, bevor der Algorithmus so richtig losgelaufen ist, bevor er den allerersten Vergleich gemacht hat, ist alles noch möglich, ist noch jede Permutation möglich, wir wissen noch nichts. Und ganz am Ende, wenn der Algorithmus fertig ist mit dem Sortieren, dann ist nur noch eine einzige Permutation da, die in Frage kommt. So, und wie Sie das sehen, die Menge der möglichen Permutationen wird jedes Mal hier in zwei Teile zerlegt. Die Menge der hier noch möglichen Permutationen an dieser Stelle sind die, bei denen A0 kleiner A1 ist. Alle Permutationen, bei denen A0 größer A1 sind, sind hier. Hier sind die Permutationen, bei denen A0 kleiner A1 ist. Und durch die nächste Abfrage wird diese Menge an Permutationen, bei denen A0 kleiner A1 ist, wiederum in zwei Teile zerlegt. Da, wo A2 kleiner A3 ist und da, wo A2 größer A3 ist. Oder auch hier. Hier haben wir alle, Permutationen noch drin, bei denen A0 kleiner A1 und A3 kleiner A2 ist. Und die zerlegen wir durch diese Abfrage wieder in alle Permutationen, bei denen noch zusätzlich A0 kleiner A3 bzw. A0 größer A3 ist. Und so weiter und so fort. Das sagt dieser Punkt. Die Permutationen werden bei jedem Vergleich in zwei Teile zerlegt. Die Menge der Permutationen wird in zwei Teilmengen partitioniert. Nicht redundant. Ein Algorithmus kann sich auch dämlich anstellen. Ja, dämlich ist jetzt natürlich überspitzt gesagt. Denken Sie an Selection Sort oder an Bubble Sort. Wenn Sie sich allein einfach nur mal das Beispiel hernehmen, jeweils, was ich in der Vorlesung dann präsentiert habe, was Sie auch im Foliensatz finden, dann sehen Sie immer, dass Vergleiche teilweise mehrfach gemacht werden. Dass teilweise in zwei verschiedenen Iterationen werden teilweise dieselben Vergleiche nochmal gemacht. Das ist das, in so einem Fall, wo ein Vergleich nochmal gemacht wird, der schon vorher gemacht worden ist, kommt natürlich kein neues Wissen hinzu. Das ist das, was ich hier einen redundanten Vergleich nenne. Ein Vergleich, der eigentlich überflüssig ist, wo der Algorithmus sich ungeschickt anstellt, dass er nochmal einen Vergleich macht, der eigentlich schon mal gemacht worden ist. Das passiert, wie gesagt, bei Selection Sort und Bubble Sort häufig. Und deshalb haben wir eine quadratische Anzahl von paarweisen Vergleichen in Bubble Sort und Merged Sort, weil da einfach so viele redundante Vergleiche drin sind, weil der Algorithmen so holzschnittartig und dementsprechend ungeschickt vorgehen, dass das Laufen dieselben Sachen immer und immer wieder miteinander verglichen werden. Bei einem nicht redundanten Vergleich, und wenn Sie sich das mal anschauen, können Sie sich zum Verständnis auch nochmal zu Hause anschauen, bei Merge Sort gibt es keine redundanten Vergleiche. Zwei Elemente werden höchstens einmal miteinander verglichen. Keine zwei Elemente, die einmal miteinander verglichen worden sind, werden irgendwann später im Laufe des Algorithmus nochmal miteinander verglichen. Das ist eine Nebenbemerkung, will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber vielleicht eine gute Möglichkeit für Sie, Ihr Verständnis zu überprüfen, sowohl von den Algorithmen, von den Sortieralgorithmen, als auch von dem Thema, um das es hier geht. So, jetzt muss ich Sie leider ein wenig mit Mathematik traktieren, aber ich kann Sie beruhigen, falls die Aussage, dass es nur um Schulmathematik geht, Sie beruhigt. Also, Sie wissen vielleicht aus der Kombinatorik in der Schulmathematik, aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ich nehme mal doch an, dass in der Schule irgendwas gemacht wird, so ein bisschen elementare Wahrscheinlichkeitsrechnung. Also wie wahrscheinlich ist es, ein Full House bei einem Pokerblatt mit 52 Karten und drei Jokern zu kriegen oder solche Sachen, nicht? Also ich weiß jetzt nicht, ob Sie solche Beispiele in der Schule betrachtet haben, die ja angesichts der vielen Poker-Webseiten
inzwischen erstaunlich praxisnah geworden sind, solche kombinatorischen Überlegungen. Aber irgendwelche anderen Sachen sie würfeln, werfen Münzen und so weiter. Sowas haben Sie doch in der Schule, denke ich, gemacht, oder? Kommt Ihnen irgendwie bekannt vor. Haben Sie das Ziegenproblem betrachtet? Wer von Ihnen hat in der Schule oder sonst wie das Ziegenproblem gesehen? Okay, diejenigen, die das nicht gesehen haben, den gebe ich als freiwillige Hausaufgabe auf. Das ist, glaube ich, ganz gut in der Wikipedia auch beschrieben, was das Ziegenproblem ist. Das gibt einem nochmal einen gewissen Einblick darin, wie schwierig es für die Spezies, die sich selbst Homo sapiens, weiser Mensch nennt, wie schwierig es für diese Spezies ist, in solchen Dingen herumzurechnen. So, es gibt N-Fakultät-Permutation. Warum? An der ersten Position können N viele Werte stehen. Jeder der einzelnen Werte kann an der ersten Position stehen. An der zweiten Position können dann nur noch N-1 viele verschiedene Werte stehen. An der dritten Position nur noch N-2 viele und so weiter und so fort. Und wenn die ersten N-1 Positionen festgelegt sind, ist auch die letzte Position festgelegt. Das heißt, die Anzahl der Permutationen ist N für die erste Position mal N-1 Möglichkeiten für die zweite Position mal N-2 Möglichkeiten für die dritte Position und so weiter und so fort. Und Sie wissen, das Endergebnis wird abgekürzt mit einem N und einem Ausrufezeichen und wird ausgesprochen N-Fakultät. So, das heißt, jetzt gehen wir nochmal zurück hier zu unserem schönen Baum. So ein Baum, so ein binärer Baum, wir haben jetzt an jedem einzelnen Blatt haben wir eine Permutation. An jedem einzelnen Blatt, das ist hier nur mit den beiden, in diesem nur teilweise leider nur ausführbaren Beispiel, ist das hier nur mit diesen beiden Permutationen ausgeführt. Aber in jedem einzelnen Blatt haben wir eine Permutation. Wir haben so viele Blätter in dem Baum, wie wir Permutationen haben. Ein Baum, ein binärer Baum, der so viele Blätter hat, N-Fakultät viele Blätter, der hat natürlich eine gewisse Mindesthöhe, ja? Weil er geht zwar schön in die Breite, aber wenn er ein binärer Baum bleibt, geht er natürlich nicht beliebig in die Breite. Und Sie wissen, wie das immer so ist. Sie können das, wenn wir N-Fakultät viele Blätter haben, oder wenn wir eine gewisse Anzahl x viele Blätter haben, dann ist die Höhe des Baumes unweigerlich mindestens in der Größenordnung von Logarithmus von x. Also in dieser konkreten Situation, wir haben im Worst Case die Höhe des Baumes, vielleicht gehen wir nochmal zurück, das nochmal ganz genau klar sagen, damit das nicht unklar bleibt. Die Gesamthöhe des Baumes, also die längste Pfadlänge von der Wurzel zu irgendeinem Blatt, ist die Maximalanzahl von Vergleichen, ist der Worst Case an Vergleichen, die notwendig sind über alle möglichen Permutationen. Die Gesamthöhe des Baumes, also wie tief es runtergeht im schlimmsten Fall bei dem tiefsten Blatt, bei der tiefsten zu erreichenden Permutation. Diese Höhe des Baumes ist der schlimmste Fall, was wir an Vergleichen benötigen. Was wir abschätzen, was wir wissen, ist, dass dieser Baum N-Fakultät viele Blätter hat, die Permutation. Was wir abschätzen wollen, nach unten abschätzen wollen, ist die Höhe dieses Baumes. Für jede einzelne Permutation, für diese hier etwa, können wir hier auszählen, ein Vergleich, zwei, drei, vier, fünf Vergleiche, und dann sind wir da. Und wenn wir wissen wollen, was ist im Worst Case, dann gucken wir uns natürlich an,
Bei welcher Permutation ist die Anzahl der Vergleiche, die wir hier beim schrittweisen Abstieg brauchen, maximal? Und das ist gleichbedeutend damit, welche Permutation ist am tiefsten? Wie tief ist die tiefste Permutation? So ist gerade die Höhe des Baumes definiert. Was wir abschätzen wollen, ist die Höhe des Baumes. Und die können wir jetzt schon mal abschätzen. Logarithmus von n Fakultät. N Fakultät viele Blätter, das heißt, ein binärer Baum kann unmöglich eine Höhe haben, die nicht in der Größenordnung von Logarithmus der Anzahl der Blätter ist. So, das ist jetzt, im Prinzip könnte man sagen, wir sind jetzt fertig. Wir haben jetzt die Höhe des Baums abgeschätzt. Wir haben im Worst Case die Anzahl Vergleiche abgeschätzt durch Logarithmus von n Fakultät. Nur die Funktion Logarithmus von n Fakultät ist natürlich ein bisschen sperrig. Darunter kann man sich nicht so richtig was vorstellen, nicht? Das ist ein bisschen kompliziert. Lässt sich das nicht irgendwie mathematisch in irgendwas überführen, in eine andere Funktion, die vielleicht besser verständlich ist? Beziehungsweise wir wollen ja eigentlich nicht zu irgendeiner Abschätzung kommen, nicht zu dieser Abschätzung Logarithmus von n Fakultät, sondern wir wollen zu einer bestimmten Abschätzung kommen, die wir beweisen wollen, nämlich n log n. Da müssen wir noch hin, wenn wir das erreichen wollen. Und das Ganze passt jetzt, die mathematische Analyse passt jetzt auf diese eine Folie und die meisten dieser Schritte sind elementar. Gut, man könnte vielleicht sogar sich auf den Standpunkt stellen, zu sagen, alle diese Schritte sind elementar. So, hier ist das, was wir haben. Wir wissen jetzt, in dieser Größenordnung ist die Höhe des Entscheidungsbaums. In dieser Größenordnung ist im Worst Case die Anzahl der Vergleiche. Und beachten Sie, wenn ich jetzt von Entscheidungsbaum rede, dann meine ich nicht mehr unser Beispiel Merge Sort. Alles, was ich hier jetzt dazu gesagt habe, ist völlig allgemein, gilt für jeden einzelnen Algorithmus dieser Welt. Merge Sort war nur unser illustratives Beispiel, mit dem ich versucht habe, Ihnen das Konzept des Entscheidungsbaums zu illustrieren. Aber ansonsten, abgesehen von dieser Illustration, ist alles, was ich hier sage, völlig allgemein, gilt für jeden Sortieralgorithmus der Welt, egal ob die Menschheit ihn gefunden hat oder nicht, der auf paarweisen Vergleichen beruht. So, hier, das ist ja nun wirklich elementar, nicht? Nochmal zurück. Das ist das, was wir wissen. Das ist die Anzahl der Vergleiche im Worst Case in dieser Größenordnung. Und da wollen wir hin. Und Sie sehen, es ist Licht am Ende des Tunnels. Wir kommen dahin über so eine Ableitungskette. Der erste Schritt, diese erste Gleichsetzung ist offensichtlich elementar. Ich habe für n Fakultät einfach die Definition eingesetzt, 1 mal 2 mal 3 bis n. Okay, zum Warmwerden. Das nächste, was ich mache, ist die Funktionalgleichung des Logarithmus anzuwenden. Der Logarithmus eines Produktes ist die Summe der Logarithmen der einzelnen Faktoren. Der Logarithmus von x mal y ist gleich dem Logarithmus von x plus dem Logarithmus von y. Das haben Sie, wenn Sie irgendwo mal in der Mathematik den Logarithmus gesehen haben, und das sollten Sie gesehen haben, auch schon in der Schulmathematik, dann haben Sie diese Funktionalgleichung mit Sicherheit auch gesehen. Wenn nicht, ist es nicht weiter schlimm, nehmen Sie es einfach hin, dass diese Formel gilt. Und das lässt sich natürlich nicht nur für ein Produkt aus zwei Faktoren anwenden, sondern für ein Produkt von n Faktoren genauso. Der Logarithmus eines Produktes ist die Summe der Logarithmen der einzelnen Faktoren. Also diese Gleichung gilt einfach. Punkt. So, der nächste Schritt ist, wir wollen eine Abschätzung nach unten machen. Wir wollen zeigen, dass dieser Ausdruck Logarithmus von n Fakultät sich nach unten abschätzen lässt, asymptotisch durch n log n. Sie erinnern sich nochmal, dass Omega
heißt, die Funktion ist mindestens so schnell wachsend wie das, was da in Omega steht. Ja, wir wollen zeigen, dass das Logarithmus von n Fakultät mindestens so schnell wächst wie n log n. Deshalb steht hier ein Omega. So, und deshalb können wir uns leisten, wenn wir nur eine Abschätzung nach unten machen wollen, können wir uns leisten, diesen immer noch ziemlich komplizierten Ausdruck, der noch weit weg ist von dem, was wir erreichen wollen. Ja, schauen Sie mal, hier oben haben wir das. Wir sind noch weit weg von dem Ausdruck, zu dem wir hinkommen wollen. Aber wir können uns jetzt die mathematische Freiheit nehmen und diesen Ausdruck noch weiter abschätzen durch einen anderen Ausdruck, der höchstens so groß ist wie der Ausdruck, den wir abschätzen wollen. Und das ist dieser Ausdruck. Ich nehme mir die kleineren n halbe viele Elemente her. Ja, ich nehme mir nur her die Summanden Logarithmus 1 plus Logarithmus 2 plus Logarithmus 3 plus und so weiter bis Logarithmus n halbe. Dann kriege ich n halbe viele Summanden und jeder dieser Summanden ist höchstens Logarithmus von n halbe groß. Hier verwende ich noch eine Eigenschaft des Logarithmus, nämlich dass er monoton ist, dass er monoton wachsend ist. Der Logarithmus von 1 ist daher kleiner gleich als der Logarithmus von n halbe. Der Logarithmus von 2 ist kleiner gleich als der Logarithmus von n halbe und so weiter und so fort, bis Logarithmus von n halbe ist kleiner gleich Logarithmus von n halbe. Und damit kann ich das abschätzen. Sie sehen, wir sind schon ziemlich nah dran durch diesen kleinen Trick, dass wir die obere Hälfte der Summanden einfach wegschmeißen und uns nur die untere Hälfte der Summanden betrachten und da auch nochmal großzügig die Größe. Entschuldigung, ich habe jetzt was Falsches gesagt. Kommando zurück. Ich betrachte nur die obere Hälfte der Summanden. Also von Logarithmus n halbe bis Logarithmus von n. Die kann ich natürlich nach unten abschätzen. Logarithmus von n ist größer gleich Logarithmus von n halbe. Logarithmus von n minus 1 ist größer gleich Logarithmus von n halbe und so weiter und so fort. Wegen des monotonen Wachstums des Logarithmus. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich da jetzt zuerst was Falsches gesagt habe. So. Also durch diesen kleinen Kniff, dass wir die unteren, die kleinere Hälfte der Summanden, die Hälfte der Summanden, die kleiner ist, die kleineren sind, dass wir die rausgeschmissen haben, sind wir schon ziemlich nah dran an dem n log n. Wir haben nur noch n halbe und n halbe hier und hier und wollen hier zu n und n kommen. Jetzt kann man hier noch eine Gleichheit, kann man noch mal ein bisschen umformen. Ein halb mal n hier mal Logarithmus. Hier verwende ich noch mal die Funktionalgleichung des Logarithmus. Was war die Funktionalgleichung des Logarithmus? Der Logarithmus eines Produktes ist die Summe der Logarithmen der Faktoren. Und das lässt sich natürlich auch 1 zu 1 von Multiplikation auf Division übertragen, dass der Logarithmus eines Quotienten ist gleich dem Logarithmus von Zähler minus Logarithmus von Nenner. Ja, das ist eine einfache Folgerung aus der Funktionalgleichung des Logarithmus, indem sie eben den Nenner anstatt durch den Nenner dividieren mit dem Nenner hoch minus 1 multiplizieren, dann kriegen Sie genau aus der Funktionalgleichung auf Multiplikation die entsprechende Aussage auf Division. Haben Sie mit Sicherheit alles mal gesehen. So, diese Subtraktion findet sich hier, habe ich jetzt hier schon mal rausgezogen. N halbe mal Logarithmus von n minus n halbe mal Logarithmus von 2 kommt hier raus. Und ich nehme mir hier die mathematische Freiheit. Hier kommt n nicht mehr vor. N halbe mal, hier, was hier steht, ist eigentlich der Logarithmus von 2, dass ich das schon plakativ, demonstrativ als Konst hinschreibe, um auszudrücken, dieser Logarithmus von 2, das ist ein unnötiges Detail, dass da jetzt der Logarithmus von 2 steht. Entscheidend ist, dass es eine Konstante ist, die nicht von n abhängt.
So, was wir jetzt hier also haben, ist, wir haben einen Term, der mit n log n wächst, und einen zweiten Term, additiv, der nur in n wächst. Und wir hatten, als wir das Thema asymptotische Komplexität von Funktionen, von mathematischen Funktionen betrachtet hatten, hatten wir schon festgestellt, dass solche Terme minderen Wachstums, wie hier n mal const, dass die gestrichen werden können, dass die keinen Einfluss haben, sodass insgesamt, also für asymptotische Betrachtung können wir diesen Teil hier streichen, weil der langsamer wächst als dieser Term. Und was hier steht, ist ein halb mal n log n. Und wie Sie wissen, können wir bei asymptotischen Betrachtungen, darum geht es ja gerade, können wir bei asymptotischen Betrachtungen das 1/2 wegschmeißen. Konstante Faktoren, konstante Vorfaktoren spielen bei asymptotischen Betrachtungen keine Rolle, sodass wir insgesamt n log n bekommen. Und damit ist die mathematische Analyse schon fertig. Also das ist jetzt ein Gedankengang, der fast die, wenn man mal mein Vorgeplänkel mal abrechnet, fast die ganze Stunde gedauert hat, die seit Beginn der Vorlesung vergangen ist. Also das ist sicherlich ein Gedankengang, wo man, wenn Sie den noch nicht hundertprozentig verinnerlicht haben, wenn Sie jetzt nicht sofort antworten können, wie das Ganze funktioniert, dann ist das natürlich absolut okay. Das ist ein Gedankengang, der sicherlich mehr braucht als nur eine Stunde Vorlesung, wo Sie dann im Nachgang sich das Ganze nochmal genau ansehen müssen. Einige Einhilfen, einige Übungen, um das Verständnis zu verbessern, habe ich Ihnen zwischendurch genannt. Und wenn Sie damit Schwierigkeiten haben, wie immer gibt es ja die verschiedenen Möglichkeiten, uns anzusprechen, übers Forum oder anderweitig. So, das ist jetzt das eine Beispiel, das Standardbeispiel, was ich Ihnen hier vorführen wollte, um zu zeigen, ein Problem wie beispielsweise das Sortierproblem, da steckt noch ein bisschen mehr drin als nur, dass wir da Algorithmen gefunden haben, die n log n schnell sind im Worst Case. Was auch drin steckt, ist die Erkenntnis, es kann grundsätzlich unmöglicherweise einen Algorithmus geben, der auf paarweisen Vergleichen beruht und der weniger als n log n, asymptotisch n log n, paarweise Vergleiche benötigt. Das heißt, mit Merge Sort ist das Thema Sortieren basierend auf paarweisen Vergleichen insoweit abgeschlossen, dass man asymptotisch nichts Besseres kriegen kann. Natürlich ist das nicht das Ende der Geschichte. Natürlich gibt es immer noch eine ganze Menge Forschung über das Thema, wie kann man möglichst schnelle Sortieralgorithmen basteln, dann aber nicht mehr auf Basis von asymptotischen Überlegungen, sondern dann eher auf Basis von pragmatischen Überlegungen. Ich hatte Ihnen zum Beispiel seinerzeit, als wir Sortieralgorithmen betrachtet hatten, hatte ich Ihnen eine pragmatische Überlegung schon mal genannt, eine sehr wichtige zentrale, nämlich dass erfahrungsgemäß in sehr, sehr vielen Anwendungssituationen die Eingabesequenzen nicht beliebig sind, sondern schon zum Großteil schon eine gewisse Vorsortierung enthalten. Das ist sehr, sehr häufig in vielen Anwendungssituationen der Fall, und es ist eine ganze Menge Forschungsarbeit da reingesteckt worden, Algorithmen zu entwickeln, die solche Dinge ausnutzen und dementsprechend in praktischen Anwendungssituationen besonders schnell sind. Die Ergebnisse können Sie genießen, wenn Sie zum Beispiel Sortieralgorithmen in der Java-Standardbibliothek oder in anderen Standardbibliotheken verwenden. Da, wenn es Sie interessiert, schauen Sie da mal ein bisschen rein, wie das aussieht. Die Algorithmen sind dann entsprechend komplizierter, sehr viel komplizierter als das, was wir hier betrachtet haben, kommen aber auch nicht über diese Schwelle hinweg, dass im schlimmsten Fall die Anzahl der Vergleiche, paarweisen Vergleiche,
in der Größenordnung n log n ist. Da an dieser quasi naturgesetzlichen Schranke kommt man nicht vorbei. So, das ist der erste, der einfachere, kleinere Abschnitt des ganzen Themas. Ich möchte jetzt, Sie sehen die Überschrift, wirklich schwere Probleme. Ich möchte jetzt zu den wirklich schweren algorithmischen Problemen kommen. Habe hier ein paar Beispiele aufgeführt, die ich gleich im Einzelnen auch durchgehen werde, was es damit jeweils auf sich hat. Beispiele, an denen man viel erkennen kann, also die gut geeignet sind aus didaktischer Sicht meines Erachtens, aber auch Beispiele, die deutlich machen, wie schwerwiegend die Problematik ist, von der wir hier reden, nämlich algorithmische Probleme, die in der einen oder anderen Form tatsächlich in der Praxis auftreten. Nicht als reine Probleme, sondern als Teilprobleme in noch komplexeren Problemen. Das erste Problem, das vielleicht nur vom Namen her erst einmal, gehen wir erstmal hin. Das möchte ich einfach an einer Zeichnung erläutern. Das, denke ich, reicht zum Verständnis, was das Handlungsreisendenproblem beinhaltet. Was ist gegeben? Gegeben sind Punkte in der Ebene. Das sind hier P1 bis P16. Die sind gegeben. Und was berechnet werden soll, ist ein geschlossener Polygonzug auf diesen Punkten mit möglichst wenigen, mit möglichst kurzer Gesamtlänge. Also wir nehmen der Einfachheit halber die euklidische Länge, also was Sie normalerweise als Länge einer Strecke kennen, und wir wollen einen geschlossenen Streckenzug finden, der diese, sodass unter allen möglichen geschlossenen Streckenzügen auf diesen Punkten dieser, den wir gefunden haben, die gesamtkürzestmögliche Länge hat. Sie wissen aus unserer Betrachtung beispielsweise mit kürzesten Faden, die Problemstellung muss jetzt nicht euklidische Längen enthalten, sondern kann auch beliebig was anderes enthalten. Die Bezeichnung, also könnte zum Beispiel sich vorstellen, dass Sie Städte hier haben und dann sind das immer entweder die gefahrenen Kilometer, die man braucht von einer Stadt zur anderen, was ja nicht unbedingt die euklidische Distanz ist, weil Fahrverbindungen nun mal im Allgemeinen nicht unbedingt geradlinig sind, sondern kurvig. Oder es könnte beispielsweise auch die geschätzte Zeitdauer wieder sein oder irgendwas. Ja, das würde alles unter diese Problemstellung fallen. Von dieser Vorstellung, dass das Städte sind, dass jemand alle möglichen Städte abklappern will, daher kommt dieser Name Handlungsreisendenproblem. Man stellt sich hinter diesem Namen vor, dass ein Handlungsreisender diese Städte P1 bis P16 abklappern will und dabei möglichst wenig in der Gegend rumfahren will. Im Englischen heißt es TSP, das hieß früher Traveling Salesman Problem und heutzutage heißt es Traveling Salesperson Problem. Gut, also es wird sicherlich kein Handlungsreisender jemals auf die Idee kommen, jetzt so algorithmisch vorzugehen, also einen Algorithmus für das TSP anzuwenden, um festzustellen, in welcher Reihenfolge klappere ich jetzt die Städte ab. Was es konkrete Anwendungen gibt, auch zum Beispiel in meiner eigenen Praxis früher, ist beispielsweise, Sie haben einen Roboterarm, der an einem Werkstück verschiedene Punkte anfahren will. Ja, denken Sie beispielsweise in einer Fertigungsstraße für Autos, ein Roboterarm, der eine Schweißvorrichtung hat, der verschiedene Schweißpunkte auf einer Autokarosserie anfahren will. Bei mir konkret in einer Zusammenarbeit vor vielen Jahren mit Philips in Eindhoven, Niederlande, ging es eher davon, auf einer PC-Platine verschiedene Punkte anzufahren und da überall elektronische Komponenten zu platzieren.
Ja, das sind die Arten von Problemstellung oder das ist typische Art von Problemstellung, wo das handlungsreisende Problem als Kernproblem, als zugrunde liegendes Teilproblem auftritt. Oder denken Sie an Logistik, dass ein LKW verschiedene Stationen anzufahren hat und das möglichst mit möglichst wenig Strecke zwischen den einzelnen Stationen, also die Reihenfolge der Städte, der Station, die er anfahren will, möglichst dementsprechend optimieren will. Das Problem wird typischerweise in der Praxis nicht in dieser Reihenform vorkommen, sondern denken Sie an einen LKW, der verschiedene Stationen anfahren will. Da wird es für jede Station ein Zeitfenster geben, in dessen Rahmen der LKW an dieser Station sein soll. Es wird möglicherweise Reihenfolgebeziehungen geben, dass der LKW an einer Station erst einmal etwas mitnimmt, um es dann später natürlich, nicht früher, an einer anderen Station wieder abzugeben oder solche Dinge. Also in Reihenform wird es im Allgemeinen nicht auftreten, aber schon in Reihenform ist dieses Problem so wirklich schwer, wie es in dem Sinne, um den es bei uns hier geht jetzt. Selbst mit euklidischen Distanzen, ja, ich hatte eben gesagt, wir können ja hier alles beliebige an Längen hernehmen, geschätzte Fahrzeiten, echte Kilometer auf der Straße oder sonst was. Selbst wenn wir die euklidischen Distanzen hernehmen und das Ganze wirklich in der Ebene betrachten, ja, ich hatte eben das Beispiel Karosserie, das ist natürlich nicht mehr wirklich in der Ebene, sondern da muss der Roboterarm schon im dreidimensionalen Raum rumfahren und Hürden überwinden. Er darf natürlich nicht durch die Karosserie durchgehen, um von einem Punkt auf der rechten Seite zu einem anderen Punkt auf der linken Seite zu kommen. Aber selbst dann, wenn man sich nur beschränkt auf den Fall, wir haben Punkte in der Ebene und wir haben euklidische Distanzen, selbst dann ist das Problem wirklich schwer in dem Sinne, um den es hier geht. Und auf den ich noch zu sprechen komme, wenn wir die Beispiele durchexerziert haben. Rucksackproblem. Da stellt man sich als Intuition vor, daher kommt dieser Name im Englischen Knapsack Problem. Stellt man sich vor, Sie wollen einen Rucksack packen. Und dieser Rucksack hat natürlich ein Maximalgewicht, was Sie noch tragen können. Also mein Beispiel, was ich immer gerne verwende, ist eher ein anderes. Sie wollen einen LKW vollpacken. Und dieser LKW hat natürlich eine maximale Zuladung, ein maximales Zuladungsgewicht. Und da Sie brave Staatsbürger sind, werden Sie natürlich die maximale Zuladung nicht überschreiten. Also diese maximale Zuladung, diese Gewichtsschranke ist für Sie sakrosankt. Da gehen Sie auf keinen Fall drüber. Sie haben irgendwelche Sachen in Ihren Rucksack oder in Ihren LKW zu packen, aber Sie kriegen nicht alle rein. Es ist von vornherein absehbar, dass Sie nicht alles reinkriegen. Und jedes dieser Elemente hat ein Gewicht und hat einen Profit. Ja? Sie packen sich Ihren Rucksack oder Ihren LKW voll mit irgendwelchen Sachen, die Sie dann auf dem Markt oder sonst wo verkaufen wollen. Jede der Sachen hat ein gewisses Gewicht, also frisst Ihnen bisschen was auf von dem, was Sie an maximaler Zuladung haben können und hat einen gewissen Profit. Wenn Sie dieses Stück mitnehmen, dann wird Ihnen das so und so viel auf den Markt bringen. Wenn Sie jenes Stück mitbringen, wird Ihnen das so und so viel auf den Markt bringen. Also Sie sehen, das ist natürlich jetzt ein künstliches Beispiel, aber ich denke, es ist offensichtlich, dass in ökonomischen Bereichen das Rucksackproblem sehr, sehr häufig als ein Grundproblem auftritt. So, was wollen wir? Wir wollen entscheiden, was wir in unseren Rucksack reinpacken und was wir nicht reinpacken. Wir können nicht alles reinpacken, wir müssen eine Auswahl treffen. Und zwar ist die zwingend einzuhaltende Bedingung, dass das Gesamtgewicht nicht überschritten wird. Ja, wie gesagt, Sie sind brave Verkehrsteilnehmer
und werden das Gesamtgewicht nicht überschreiten, die zulässige Zuladung nicht überschreiten. Aber unter allen, das sind ja natürlich noch viele, viele Möglichkeiten, die Sie jetzt haben, potenziell, exponentiell viele Möglichkeiten, wie Sie diese Auswahl treffen können. Unter allen diesen und jede dieser Auswahlen, die Sie treffen können, hat natürlich einen bestimmten Gesamtprofit. Unter allen Auswahlen, die Sie treffen können, unter den vielen, vielen Auswahlen, die Sie treffen, füllen, wollen Sie die finden, die den Gesamtprofit maximiert. Logisch. Was sonst? Wenn ich jetzt sage, Sie wollen die Möglichkeit finden, die den Gesamtprofit maximiert, dann ist das natürlich ungenau, denn es kann ja mehrere Auswahlen geben, die denselben maximalen Gesamtprofit haben. Also eigentlich müsste ich genauer sagen, immer, Sie wollen eine optimale Lösung finden. Sie wollen in diesem konkreten Fall eine Auswahl treffen unter denen, bei denen der Gesamtprofit maximal ist. So, also eigentlich ein sehr natürliches Problem. Steinerbaumproblem, ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, wir hatten ja letztens erst minimal spannende Bäume und ähnliches. Da hatte ich schon mal gesagt, wir werden noch mal drauf zu sprechen kommen. Wir haben gesehen, mit dem Algorithmus von Prim und mit dem Algorithmus von Kruskal kann man minimal spannende Bäume sehr effizient berechnen. So, was war das nochmal? Gegeben ist ein ungerichteter Graph mit einem Gewicht auf jeder Kante und wir wollen eine Auswahl der Kanten finden, sodass alle Knoten in dem gegebenen Graphen miteinander verbunden sind über diese Auswahl und kein Zügel drin ist und das Gesamtgewicht aller ausgewählten Kanten minimal ist. Das sogenannte Steinerbaumproblem, das ist benannt nach einem Mathematiker des 19. Jahrhunderts namens Georg Steiner. Das ist jetzt die Verallgemeinerung, die ich seinerzeit angekündigt hatte, dass nicht mehr alle Knoten im Graphen miteinander zu verbinden sind, sondern nur noch eine bestimmte vorgegebene Menge von Knoten. Das sind die dicken Knubbels, die Sie hier sehen. Also, was ist gegeben? Gegeben ist der Gesamtgraph, also das, was Sie hier noch als gelb sehen. Gegeben sind zusätzlich eine Auswahl der Knoten, das sind die schwarzen Knubbel, das sind die Terminale und gesucht ist so eine schwarze Kantenauswahl, die alle Terminale miteinander verbindet, sodass die Gesamtlänge, die Summe der Längen der die Summe der Gewichte der einzelnen ausgewählten Kanten, der einzelnen schwarzen Kanten hier, in Summe, das soll minimal sein. So, das minimal spannende Baumproblem, was wir bisher betrachtet haben, ist exakt der Spezialfall von diesem Steinerbaumproblem, wo alle Knoten im Graphen Knubbel sind. Ja, wo alle Knoten am Ende miteinander verbunden werden sollen. Jetzt sollen nur noch bestimmte Knoten, diese Knubbel eben, miteinander verbunden werden. Und Sie sehen schon, einzelne andere Knoten können in dem Ergebnisbaum drin sein, müssen aber nicht drin sein. Ja, der ist drin, der ist nicht drin und so weiter. Also eine etwas andere Situation, aber mit einem durchschlagenden Effekt auf die Lösbarkeit. Das Minimalspannbaumproblem, wo alle Knoten im eingegebenen Graphen solche schwarzen Knubbel sind, das ist effizient lösbar, das haben wir bei den letzten beiden Terminen gesehen. Dieses Problem, wo nur eine vorgegebene Auswahl lösbar ist, von Terminalen zu verbinden ist, das ist verdammt schwer. Das ist schwer in dem Sinne, um den es heute nicht mehr gehen wird, aber dann beim nächsten Mal genauer gehen wird. Ja? Ein gigantischer Sprung zwischen sehr effizient lösbar und schwer im Sinne, da kann man machen, was man will. Man wird keinen Algorithmus in diesem Universum finden,
der effizient diese Problemstellung wirklich optimal löst. Und das gilt für die anderen Problemstellungen auch. Das ist das gemeinsame Merkmal, das wir dann herausarbeiten werden, was es heißt, es gibt keinen Algorithmus in diesem Universum, der diese Problemstellung effizient lösen kann. Auch nur halbwegs effizient, auch nur mit n hoch 3 oder n hoch 4, alles das ist grundsätzlich ausgeschlossen. Völlig unmöglich. Jeder Versuch, einen solchen Algorithmus zu finden, wird scheitern und das weiß man vorher. Braucht man gar nicht erst anfangen, so einen Algorithmus zu suchen. Eine weitere Problemstellung ist Mengenpackung oder Mengenüberdeckung. Das hat auch beispielsweise wieder Anwendungen in der Logistik. Also stellen Sie sich der Einfachheit halber vor, Sie wollen einen Lieferservice deutschlandweit aufbauen. Ist jetzt ein bisschen künstlich das Beispiel, aber ich denke, das Beispiel erklärt gut, warum in der Logistik, zum Beispiel in der Logistik, diese Problemstellung häufiger auftritt. Sie wollen einen Lieferservice aufbauen, ja? Das heißt also, Sie wollen eine ganze Menge Zentralstationen, sollte ich in Darmstadt nicht sagen, Auslieferstadt, wie sagt man denn da, Zentrallager. Sie wollen eine gewisse Menge von Zentrallagern bauen, von denen Sie aus alle Kunden beliefern können. Ja? Die Grundmenge G sind alle Kunden, die Sie beliefern wollen. Das bedeutet konkret, wenn Sie es flächendeckend in Deutschland machen wollen, sämtliche Adressen, die es in Deutschland so gibt. Ja? Das wäre dann Ihre Grundmenge G, wenn Sie einen Lieferservice flächendeckend für ganz Deutschland bauen wollen. So, diese komischen Menge T von Teilmengen von T, dahinter verstecken sich die verschiedenen Möglichkeiten, abstrahiert, die verschiedenen Möglichkeiten, wo Sie Ihre einzelnen Zentrallager hinbauen können. Sie haben sich vorher verschiedene Standorte, viele, viele Standorte angesehen, haben sie zusammengesammelt, die in Frage kämen, wo Sie Ihr Zentrallager hinbauen könnten. Und das sind viel zu viele, die brauchen Sie nicht alle. Aus den potenziell in Frage kommenden Standorten wollen Sie eine Auswahl treffen, sodass, was Sie dann wirklich als Standorte aufmachen, wo Sie tatsächlich ein Zentrallager einrichten. So, was hat das jetzt, diese potenziell in Frage kommenden Standorte für Zentrallager, was hat das jetzt mit dieser komischen Formulierung Menge T von Teilmengen von G zu tun? Teilmengen der Gesamtkundenmenge in Deutschland. Jeder mögliche Standort für ein Zentrallager kann ja eine gewisse Menge von Adressen, eine gewisse Menge von Kunden abdecken. Und die Teilmengen, wir haben pro möglichem Standort eines Zentrallagers, haben wir eine Teilmenge der Gesamtkundenmenge von ganz Deutschland, nämlich die Leute, die von diesem Standort aus belieferbar sein könnten, die von diesem Standort aus bedient werden könnten. So, was wir wollen in der einfachsten, schon schweren Form ist, möglichst wenige Standorte aufmachen. Natürlich ist das nicht ganz realistisch. Die einzelnen Standorte haben natürlich unterschiedliche Kosten. Ja, wenn Sie an dem einen Standort irgendwo in der Provinz, aber nahe der Autobahn, einen Standort aufmachen, dann ist das natürlich in der Regel viel billiger, als wenn Sie in der Innenstadt von München mittendrin einen Standort aufmachen würden. Also natürlich hätten realistischerweise in meinem Beispiel die einzelnen Standorte unterschiedliche Kosten und wir wollen die Gesamtkosten minimieren.
die durch die Auswahl dieser einzelnen Standorte entstehen. Aber selbst in dieser einfachen Form, wo wir gar nicht, wo wir davon ausgehen, dass alle Standorte, alle in Frage kommenden Standorte dieselben Kosten produzieren würden, verursachen würden, selbst da ist das Problem schon schwer genug. Also können wir es dabei belassen. Das Problem bei beliebigen Kosten kann natürlich nur schwerer sein, als hier, so wie wir es ja betrachten, mit Einheitskosten, dass alle Standorte dieselben Kosten haben. Sodass wir also einfach nur entscheiden wollen, möglichst wenige Standorte aufzumachen. So, jedes Element von G der Grundmenge, also jede einzelne Adresse von möglichen Kunden, soll in einer ausgewählten Teilmenge enthalten sein. Für unsere Zwecke hier, also für das Beispiel, was ich eben genannt habe, mit dem Lieferservice, ist es natürlich wichtig, dass jeder Kunde durch mindestens einen Standort überdeckt wird, durch mindestens eine Zentrallage überdeckt wird. In der Literatur wird aus verschiedenen Gründen auch immer noch die Variation mit betrachtet, dass jeder Kunde von genau einem Standort belieferbar ist. Das ist natürlich für praktische Zwecke in der Regel nicht wichtig. Aus verschiedenen theoretischen Überlegungen macht es Sinn, diesen Fall mit zu behandeln. Da das nur ein Wort mehr auf der Folie ist, habe ich das einfach noch mit zusätzlich hier reingebracht. So, das nächste Beispiel wird ein bisschen mehr Arbeit erfordern und in Anbetracht der Tatsache, dass ich beim letzten Mal ein paar Minuten überzogen habe, werde ich dann an dieser Stelle, wo es sich anbietet, dann auch ein paar Minuten vorher enden und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, trotz des frühen Aufstehens. Nee, trotz steht mit Dativ, nicht? Eigentlich muss es heißen, dem frühen Aufstehen zum Trotze, nicht? Das wäre korrektes Deutsch, soweit ich weiß. Und wünsche auch noch eine schöne Restwoche mit hoffentlich besserem Wetter, als die Woche bisher angefangen hat. Okay, bis dann.